Liebe Schachcommunity, da bin ich, live aus Budapest. Ihr werdet euch vielleicht wundern, was ist das denn bitte für ein Hintergrund? Ich bin nicht im Hotel, ich bin heute zu Gast bei einer lieben Freundin, die kennt ihr vielleicht, frühere Nationalspielerin und bei mir beim Hamburger Sky in der Frauen-Bundesliga tätig. Guck mal, wo ich bin hier. Überraschung. Da sitzen zwei nette Damen hier mit, was trinkt ihr denn da? Gin Tonic. Nee, Pink Tonic. Ja, jetzt sagen sie nichts. Gerade haben sie voll die Gags gemacht über mich. Jetzt trauen sie sich nichts zu sagen. Sarah Papp, frühere Hold, und WFM Jade Schmidt aus Hamburg. Zu Gast hier in Budapest bei Jade. Wir machen uns einen schönen Abend, aber natürlich muss ich euch mit dem Video beglücken. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen ungenau mit der Kamera. Das liegt daran, dass ich habe heute meinen Cheating Day. Heute wird hier Pink Tonic getrunken. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Haben die Mädels gemixt. Gönne ich mir. Ja, Schach. Was Schach? Schacholympiade, vierte Runde in Budapest. Was werde ich euch zeigen? Eine Partie aus dem Spitzenkampf zwischen USA und der Ukraine aus dem Open. Deutschland nach der Niederlage gestern gegen Litauen natürlich Katerstimmung, aber die Jungs haben sich rehabilitiert, gewannen leicht und locker gegen die Mongolei. Wenig überraschend. Vincent Keimer gewann, Kollers gewann, Frederik Swane, unser 100% Mann. 4 aus 4. Krass. Sehr, sehr gut. Und Alexander Onchenko gab ein Remis ab, 3,5 zu halb, hervorragend. Damen, leider nur 2-2. Gegen wen haben die nochmal gespielt? Mädels, gegen wen haben die nochmal gespielt? Argentinien. Argentinien, Argentina, 2-2 nur. Ja, ein bisschen enttäuschend. Müssen wir durch. Nachher schauen wir uns natürlich am Ende des Videos die Ergebnisse der vierten Runde an und gegen wen es in der fünften Runde geht. Aber erstmal hier, für vierte Runde, Spitzenkampf. USA gegen Ukraine. Bisher USA super souverän. Fabiano Caruana an 1. Alles gewonnen, meine ich. Ne? Sehr, sehr stark. Und ich glaube auch gegen die Ukraine gewann er gegen Andrei Volokitin. Andrei Volokitin, alter Bekannter von mir, da habe ich noch nach der ersten Runde, in der zweiten Runde begrüßt, persönlich in der Halle. Aber wir schauen uns eine Legende an. Wassili Wandschuk gegen Wesley So, Brett 2. Ja, für diejenigen unter euch, die Wassili Wandschuk nicht kennen, direkt googeln den Namen. Eine absolute Legende des Sports. Spielt hier gegen Wesley So. Wesley So natürlich absolute Weltklasse, Top 10. Aber in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ne? Bei den großen Turnieren nicht anwesend. Ne? Und mehr online unterwegs. Aber natürlich gegen Wassili Wandschuk favorisiert. Der natürlich seinen Zenit auch schon überschritten hat, aber natürlich immer noch ein extrem starker Spieler ist. Beginnt hier mit D4 und wir werden die Eröffnung sehr schnell durchgehen, denn es ist eine sehr bekannte Variante der Nimzowitsch-indischen Verteidigung. Springer F6, C4, E6, Springer C3, Läufer B4, Grundstellung der Nimzowitsch-indischen Verteidigung. Dame C2, eine der Hauptvarianten, Rochade A3, Schnapp auf C3, Schnapp und Weiß hat jetzt das Läuferpaar. Das ist die Idee dieser Variante mit frühem Dame C2. Weiß bleibt in der Entwicklung zurück, hat aber das Läuferpaar. D5, Springer F3, DC4, Dame C4. Schwarz löst erstmal die Spannung auf, aber entwickelt sich sehr schnell mit B6 und Läufer A6. Hier Läufer G5. Das ist eine sehr interessante Variante, ne? Weiß entwickelt den Königsflügel sehr langsam hier. Entwickelt erstmal den Damenflügel, aber das wurde schon hunderte von Male gespielt, deswegen machen wir jetzt hier keine große Analyse. Das ist, wie gesagt, schon häufig gespielt. Läufer A6, Dame A4. Dame D7 greift die Dame wieder an. Und anstatt jetzt zu tauschen, geht die Dame zurück nach C2. Sieht ein bisschen seltsam aus, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, das ist eine sehr häufig gespielte Variante. Und Schwarz opfert jetzt hier temporär mit C5 einen Bauern. Der nimmt Weiß raus. Aber es kommt Turm C8 und Schwarz wird den Bauern zurückgewinnen. Turm D1 greift die Dame an, Dame E7. Und hier hatte Wesley So diese Stellung selbst mal gespielt mit Weiß. Und zwar gegen Caruana beim, nicht Sinkfield Cup, oder Sinkfield Cup, auf jeden Fall in St. Louis. Ich weiß nicht genau wann. Er spielte damals E4. Das ist hier der Hauptzug. Was heißt Hauptzug? Es gibt hier noch ein paar Partien. Das ist absolute Hauptzug, kann man nicht mehr sagen. Läufer F1, König F1. Und dann halt sowas wie G3, König G2, ne? Aber man kann hier mit Schwarz den Bauern auf C5 einfach schlagen und dann hier diese Struktur spielen. Die Engine sagt, das ist völlig okay für Schwarz. Auch wenn man eine schlechtere Struktur hat. Iwanchuk spielt ein bisschen anders. Spielt hier Dame A4 nach 20 Minuten Nachdenken. Das deutet darauf hin, dass er hier aus dem Buch war, oder?
sich spontan überlegt hat, er spielt hier nicht E4 wie seine Vorgänger. Okay, Dame A4 geht eigentlich nur aus der C-Linie, droht aber nichts. So richtig. Und Wesley Sohn nimmt erstmal den Bauern auf C5. Gleicht materiell aus und ist besser entwickelt. H4. C4. C4 wird von der Engine auch gutiert. Scheint ein guter Zug zu sein. Turm H3. Sieht ein bisschen gekünstelt aus, was Weiß hier macht. Vor allem mit dem König und dem Läufer hier auf F1. H6. Greift den Läufer an und jetzt entscheidet sich Iwanczuk, den Läufer da stehen zu lassen. Man kann zurückgehen nach D2 und dann nach C3 eventuell. Aber er spielt Dame C2. Hofft natürlich darauf, dass Schwarz jetzt hier nimmt und dann Angriff auf der H-Linie. Ne? Das ist ein bekanntes Motiv. Deswegen nimmt Wesley Soda auch nicht raus. Er entwickelt sich einfach mal weiter. Springer BD7. So, die Stellung sieht deutlich harmonischer für Schwarz aus, offensichtlich. Ne? Er hat alle Figuren entwickelt, ja, außer der Turm vielleicht auf A8. Aber der weiße König steht noch in der Mitte und der Läufer ist nicht entwickelt. Der Turm auf H3 am Rand, auch ein bisschen komisch. Also schon Vorteil für Schwarz hier. Und vor allen Dingen, schaut mal bitte auf die Bedenkzeit. Iwanczuk runter auf 27 Minuten, während Wesley So 44 Minuten auf der Uhr hat. Jetzt geht weiter mit Springer D4. Auch dieser Zug gefällt der Engine überhaupt nicht. Auf den ersten Blick ist auch nicht klar, was der Zug soll, außer ja, die dritte Reihe öffnen für den Turm. Ne? Das ist die Hauptidee wahrscheinlich. Wobei der Läufer eigentlich angegriffen ist. Der Turm muss erstmal auf H3 stehen bleiben. Okay, Läufer B7 stellt den Läufer auf eine gute Diagonale. Läufer D2 zurück. Okay, jetzt entscheidet er sich, irgendwann muss der Läufer doch zurück. A5. Es gibt hier und da auch bessere Züge für Schwarz. Stockfisch möchte immer wieder Springer C5 spielen und Springer E5 und sagt, Schwarz hat hier riesen Vorteil, aber Wesley spielt hier A5 nach langem Nachdenken. Verhindert halt Läufer B4. Ne? Hier, eventuell wollte Weiß sowas spielen. Das wird mit A5 blockiert. F3, okay, nimmt dieses Feld unter Kontrolle, damit hier keine Leichtfigur hinkommt. Dame C5 greift den Springer an. Ja, auch das ist ein Zug, dem die Engine würde hier wahrscheinlich kurz einen Prozess machen mit Weiß, mit Springer C5 zum Beispiel. Und Dame schlägt C4 geht in der Regel nicht wegen irgendwelchen Abzügen auf der C-Linie. Da steht die Dame einfach falsch. Der Bauer auf C4, den wäre Schwarz eigentlich lieber los. Okay, F3, Dame C5. Läufer E3 deckt den Springer, droht auch eventuell einen Abzug. Wobei ich sehe jetzt keinen entscheidenden Abzug. Ne? Springer F5 bringt ja nichts. C3. B schlägt C3, Dame schlägt C3. Und hier sehr interessant, man kann mit der Dame zurückgehen nach F8, auf dem Brett lassen, die weiße Dame attackieren. Und interessanterweise sagt hier Stockfisch, dass Schwarz Riesenvorteil hat, weil der weiße König hier sehr schlecht steht und generell die ganze Harmonie bei Weiß ein Problem ist. Zum Beispiel Dame D3, Springer E5, Dame zurück, Springer C4, Läufer C1, A4. Schwarz steht ultra aktiv. Die weißen Figuren auf der Grundlinie ein großes Problem. Aber Wesley So verschmäht auch diese Möglichkeit, diese dynamische Möglichkeit, muss man sagen, und geht ins Endspiel mit Dame schlägt C3. Das gibt einen Großteil des Vorteils ab. Falls man hier überhaupt noch von Vorteil reden kann. Schnapp, schnapp. Jetzt hinkt was. Deswegen Läufer C1 und Weiß hält ja, sein Material fest. Es ist ausgeglichen. Schwarz steht eigentlich immer noch etwas aktiver, weil der Turm auf H3 natürlich außer Spiel ist. Aber so richtig scheint hier Schwarz keine Idee zu finden. Es geht hier weiter mit Läufer A6, okay. E4. Schnapp auf F1, Schnapp zurück. Turm AC8. Okay, verständlicher Zug. Wahrscheinlich ist hier Turm AB8 deutlich stärker, damit der Läufer nicht nach B2 kann. Und eventuell kommt hier Turm B1. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Hat er aber nicht gemacht. Turm AC8. Relativ schnell auch. Der Läufer hängt, deswegen Läufer B2 greift den Turm an. Der muss zurück nach C5 oder nach C7. C4 wäre eine Möglichkeit gewesen. Er geht zurück nach C5. Man beachte, der Springer deckt das Feld C2. Der Läufer deckt den Springer. Und jetzt hat Weiß Zeit, den auf H3 gestrandeten Turm ins Spiel zu bringen mit G4. Er öffnet die zweite Reihe. Und so langsam kommt Weiß ins Spiel zurück. Springer B6, Turm H2, Springer C4 greift
den Läufer an und droht die Gabel auf E3. Deswegen König E1 verhindert halt diese Gabel. Springer schlägt B2. Auch dieser Zug gefällt mir nicht ganz, muss ich gestehen. Der Läufer auf B2 ist eigentlich eher eine schlechte Figur. Aber Wesley denkt, dass er konkret hier einen Vorteil erlangt. Mit Schlagen, Schlagen und jetzt Turm C3. Gut, der F3 ist gedeckt, der hängt nicht. Aber der A3 hängt. Deswegen A4. So, E5 bringt hier nichts. Wahrscheinlich wegen Springer F5 und der Gabeldrohung. Deswegen kann Schwarz den Bauern F3 nicht schlagen. So geht hier nach A3, ne? Genau, greift den A4 an. Turm B6. Den A4 kann er auch nicht denken, ne? Turm B6. Und hier dachte ich, wieso nimmt er nicht auf A4? Hat er nicht gemacht. Unser einer hätte wahrscheinlich genommen direkt. Aber nach Springer C6 mit der Gabeldrohung auf E7 und der Idee Turm A6 bekommt Weiß den Bauern wieder. Das ist wohl der Grund, warum er es nicht gespielt hat. Aber objektiv, der Bauer hängt, ne? Viele von uns würden ihn nehmen. Stattdessen Turm D8. Fesselt hier den, ja, ist keine Fesselung, der ist ja gedeckt. Turm B5 greift den A5 an. Und jetzt nimmt er wieder nicht raus, ne? Das ist ein bisschen unverständlich hier. Turm schlägt A4, Springer C6, Turm D1, König D1 und hier verliert Schwarz diesen Bauern. Und dann ist es ausgeglichen, ne? Das ist der Grund, warum Wesley so hier das Remis verschmäht, ne? Er spielt stattdessen G6 und man muss bedenken, Iwanchuk hat nur noch, ist hier runter auf 2 Minuten, wobei die sind, die haben ja die Zeitkontrolle geschafft. Die wären jetzt, ne, Quatsch, das ist Zug 34, Entschuldigung, Zug 34, 2 Minuten 50 bis zur Zeitkontrolle, Schwarz 3,50. Er spielt so ein bisschen auch auf Zeit, ne, auf die Zeit seines Gegners. Das spielt immer eine Rolle. Wenn der Gegner wenig Zeit hat, dann tendiert man immer so ein bisschen Objektivität zu verlieren. Springer B3 zurück, greift den A5 an, greift den D8 an. Auch hier, ne? Hier könnte man auch ins Remis abwickeln mit Tausch auf D1, Tausch auf A4, Tausch auf A5 und dann hätte man ein Springer-Endspiel mit 4 Bauern auf einer Seite. Aber er insistiert, er will nicht tauschen, er will kein Remis machen. Aber hier ist es objektiv auch nicht mehr so begründet. Er spielt Turm C8 hier. König E2, okay, verbessert den König mal. Turm C4, greift den A4 nochmal an, anstatt den einfach zu schlagen, was ein bisschen komisch ist. Okay, Turm A4. Turm D8 Schach. König G7. G5. Greift den Springer an. Und jetzt wählt Schwarz eine radikale Maßnahme, anstatt den Springer in Sicherheit zu bringen, wobei man sagen muss, es gibt jetzt kein gutes Feld für den Springer. Schwarz muss hier aufpassen, dass nicht die Türme verdoppelt werden von Weiß auf der achten Reihe und dann hier so ein Matt vielleicht kommt. Er wählt hier Springer schlägt E4. Ein guter Versuch. G schlägt H6, König H6, Zwischenzug und jetzt F schlägt E4, Turm schlägt E4, Schach. Schwarz bekommt eine Menge Bauern für den Springer. Der H4 hängt auch, der A4 hängt auch. König F2, der muss zur Seite. Und jetzt könnte Schwarz Schach geben hier auf der vierten Reihe. Aber er nimmt den Bauern. Turm E schlägt A4. So, ihr seht es, die Zeitkontrolle ist geschafft. Beide haben jetzt weit über 20 Minuten. Schwarz hat 3 Bauern für den Springer, das ist das Äquivalent. Die Stellung ist aber ausgeglichen. Springer D4, Weiß hat genug Aktivität. Turm A2 Schach, König G3. Und jetzt hat Wesley So hier noch 24 Minuten. Und erstaunlicherweise geschieht hier etwas Ungewöhnliches. Er spielt Turm 4 A3 Schach und das ist ein Verlustzug. Er hätte stattdessen mit dem anderen Turm Schach geben müssen. Turm 2 A3 und wenn Weiß das mit dem Springer blockt, dann kommt Turm B4. Und Schwarz verhindert, dass der weiße Turm aktiviert wird, ne, über die siebte Reihe. Und das ist ausgeglichen. Ich weiß nicht, aus welchem Grund er diese Varianten nicht spielte. Auch vorher schon wich er dem Remis immer wieder aus. Vielleicht auch unter dem Eindruck des Partieverlaufs, dass er unbedingt gewinnen wollte. Stattdessen hier Turm 4 A3 Schach, Springer F3. So, der Schach ist geblockt. Und jetzt gibt es ein großes Problem.
Weiß hat sehr aktive Türme und der schwarze König steht schlecht. Schwarz hat den Springer gefesselt hier, aber das kann er im Moment nicht ausnutzen und er kann auch die Türme nicht tauschen. Er spielt hier Turm E2. Das gefällt der Engine auch nicht, wie ihr seht, aber ich habe das ein bisschen analysiert. Auch der andere Zug, König G7, verliert wegen Turm D7, König F6 und dann den anderen Turm auch noch auf die siebte Reihe. Und dann grast Weiß hier die ganzen Bauern ab. Vergesst mal, was die Engine hier anzeigt, der Bewertungsbalken. Ich habe das tief analysiert mit meiner Engine lokal und das gewinnt auch für Weiß. Ist zwar kompliziert, aber auch hier gewinnt Weiß. Wesley So spielt stattdessen statt König G7, spielt Wesley So Turm E2. Und das verliert deutlich. Turm B7 greift F7 an. Und hier gibt es ein großes Problem. Der schwarze König steht in vielen Varianten auf Matt. Turm E5 hier. Was ist mit E5? Müssen wir natürlich schauen mit der Idee E4 und den Springer gewinnen. Das ist ja natürlich eine zentrale Geschichte hier. Aber hier kommt einfach Turm F7. Turm schlägt F7. Und es droht Turm H8 matt. Der König steht halt schlecht hier. Wir können natürlich noch G5 prüfen, aber dann ist Turm D6 Schach, König H5, Turm H7 matt. Das kann er alles übersehen haben, diese ganzen Mattgeschichten. Stattdessen Turm E5. Der ist ja gefesselt hier. Aber jetzt kommt Turm F7. G5. Guter Versuch von Wesley So noch zum Abschluss. Eventuell hier diesen Bauern tauschen, um dann halt ein Endspiel anzustreben, wo er einen Springer weniger hat, der wahrscheinlich nicht genug ist für Weiß, um zu gewinnen. Aber Iwantschuk knüpft hier ein schönes Mattnetz mit H5. Es droht vor allen Dingen Turm A8, Schachmatt. Was soll Schwarz machen? Er muss hier nehmen auf H5. Und jetzt gibt es einen wunderschönen Zug, Turm F6. Verhindert, dass der schwarze König flieht und nach Turm A8 ist es matt. Und Schwarz kann das nicht verhindern. Der Springer deckt halt das Feld G5. Ne? Wenn G4 kommt, ist er trotzdem matt. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg. So gab hier auf, denn es kam zu einer Riesenüberraschung. USA verliert gegen Ukraine am Brett 1. Und damit wären wir schon in der nächsten Phase des Videos. Wir gucken uns mal die Ergebnisse an. Wie üblich. Wie sieht es? Na? Was mache ich hier? Falsche. So, da ist die Seite. Bei den Männern oder im Open besser gesagt, verliert USA gegen Ukraine mit 2,5 zu 1,5. Das liegt auch daran, dass Brett 4 Korobov gegen Ray Robson gewonnen hat. Brett 2, Ungarn, der Gastgeber, gewinnt gegen Italien. Indien, für mich eigentlich der Favorit bei dieser Olympiade, gewinnt leicht und locker gegen Serbien, gegen den Europameister, 3,5 zu halb. Gukesh mit einem Sieg. Eddie Geisi, Vidit, Prangananda Remis. China gewinnt gegen Armenien, 2,5 zu 1,5. Ding Liren übrigens mit seinem dritten Remis, wenn ich mich nicht täusche. Ja, drittes Remis. Ganz solide. Dann kleine Überraschung: Vietnam gewinnt gegen den Olympiasieger, den Titelverteidiger Usbekistan mit 3-1. Ist allerdings für mich nur eine kleine Überraschung, denn ich weiß, dass Vietnamesen wahrscheinlich unterbewertet sind und mit, am Spitzenbrett mit Lek Quang Liem einen extrem starken Spieler haben, der auch Top 20 in der Weltrangliste ist. Polen gewinnt gegen den Deutschlandbezwinger Litauen 2,5 zu 1,5. Duda stand doch eigentlich auf Verlust gegen Stremavičius zwischendurch. Okay, da ist mir irgendwas geschehen in der Zwischenzeit, was ich da nicht mehr verfolgt habe. Aserbaidschan gewinnt gegen Montenegro. Spanien gewinnt. Norwegen gewinnt mit Magnus Carlsen. Dann gehen wir weiter runter zu Deutschland. Die gewinnen gegen die Mongolei. Okay, Mongolei muss man schlagen. 3,5 zu halb. Das ist natürlich wichtig, dass sie hier so ein bisschen Selbstvertrauen tanken. So, dann gucken wir jetzt bei den Frauen, was da passiert ist. Vorne Indien, ganz souverän, 3,5 zu halb. Das ist auch ganz klar der Favorit auf Gold. Ungarn gewinnt, freut mich natürlich für Brett 1. Dann China 4-0, leicht und locker. Ukraine, etwas überraschend, 2-2. USA gewinnt. Wo sind die deutschen Spielerinnen? Griechenland leider verloren. Deutschland nur 2-2 gegen Argentinien. Das ist natürlich enttäuschend nach dem gestrigen 2-2 gegen. Schon wieder vergessen. Gegen wen haben sie gestern gespielt? Deutschland? Bei den Damen? Sarah? Gestern. Ja, natürlich. Oh.
Ich wollte die Mädels nochmal einbeziehen hier in das Video. Die flezen da sich rum. Guck mal, was die machen. Die flezen da einfach nur. Und die können sich nicht erinnern, genau wie ich. Ich bin ab dem Deutschland gestanden. Ich habe es nur live kommentiert. Wie schlecht ist denn das bitte? Slowenien. Slowenien, natürlich. Slowenien und Argentinien 2-2. Also läuft nicht perfekt. Ich habe vergessen, die Österreicher und Schweizer zu erwähnen. Tut mir leid. Gehen wir mal kurz ins Open. Österreich und Schweiz. Sonst beschweren sich wieder meine Freunde aus Österreich und der Schweiz. Österreich 2,5 zu halb gegen Turkmenistan. Pflichtsieg und Switzerland 4-0 gegen Wales. Übrigens mit einem ehemaligen deutschen Spieler, Sebastian Bogner, der aber seit vielen Jahren in der Schweiz lebt und für Schweiz spielt. Dann bei den Frauen nochmal Österreich gucken hier. Gegen Bangladesch 3-1, wunderbar. Und Schweiz gewinnt 3,5 zu halb gegen Bosnien. So, also. Es ist immer so ein bisschen fahrstuhlmäßig, ne? Ihr merkt das, ne? Also eine Runde läuft schlecht, dann läuft sie wieder perfekt. Das ist häufig so bei diesen großen Turnieren mit Schweizer System, dass es immer so ein bisschen hin und her geht mit Fahrstuhlergebnissen. Dann schauen wir nochmal kurz auf die fünfte Runde. Die ist ausgelost. Drücken wir mal auf Aktualisieren. Vorne Indien gegen Aserbaidschan. Das ist ein heißer Kampf. Ukraine, Ungarn. China gegen Spanien, Vietnam, Polen. Wo ist Deutschland? Gegen Montenegro. Klarer Favorit Deutschland im Open. Müssen wir gewinnen. Ich werde übrigens morgen wieder live kommentieren für Schachdeutschland TV. Zusammen mit Katharina Reinicke auf Twitch einschalten. Ab 15 Uhr. Pflichtprogramm. Was ist los? Dann haben wir noch die Frauen. Fünfte Runde. Fünfte Runde. Vorne Kasachstan, Indien. Kasachstan mit Bibisada Osabayeva. Ungarn gegen Estland. Das ist ein überraschendes Duell. Ach so, das ist, weil Ungarn hier gesetzt ist. China, Armenien, Mongolei, USA und dann Deutschland gegen Schweden. Da frohlocken schon einige Fans aus Deutschland, denn ihr wisst, Schweden mit den Kramlings. Pia Kramling, die Mutter, die richtig gute Schachspielerin und Anna Kramling, die richtig gut aussehende Schachspielerin. Das soll ich von den Mädels sagen, das ist gar nicht meine Aussage. Die Anna ist natürlich auch eine ganz gute Schachspielerin. Ne? Da freuen sie natürlich, da werden wir natürlich auch mal morgen reinschauen, ist ja klar. So, das war's von mir aus dem Hause Papp und ich wünsche euch noch einen schönen Abend mit Pink Gin. Heute ist mein Cheating Day, ich trinke mal wieder Alkohol. Und was schauen wir jetzt? Was gucken wir jetzt? Ratet mal. Genau, der Kampf der Killerplauze gegen Regina Halmich auf RTL 2 läuft der. Ja? Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis morgen. Kennst du eigentlich schon meine Playlists auf The Big Greek? Geh einfach auf Übersicht auf der Startseite und dort findest du meine kuratierten Playlists. Oder du klickst direkt auf Playlists und du wirst sehen, wie unglaublich gut organisiert TBG ist.